Ich bin Karin und ich bin bei Alkoholfrei. Bitte arbeite ich jetzt eher im Hintergrund. Das heißt, ich bin für die Internetseiten zuständig, für Marketing und Content. Mein Name ist Karl und ich arbeite als Präventionstrainer. Das heißt, ich begleite Menschen dabei, rechtzeitig in ihre Gesundheit zu investieren und mögliche Probleme mit Suchterkrankungen zu vermeiden. Also ich verfolge das Angebot der Sales Angels schon seit 5 oder 6 Jahren. Ich habe regelmäßig an Videoschulungen teilgenommen und jetzt habe ich gesagt, ich möchte gern mal eine richtige Schulung mitmachen. Ich war nicht skeptisch vor dem, also bevor wir ins Coaching sind, war ich nicht skeptisch, sondern ich kannte die Sales Angels ja schon bestimmt 2 Jahre über Bücher und Webinare und ich wusste, okay, die sind jetzt in diesem Zeitpunkt genau das Richtige, was wir brauchen. Ja, also ich habe sehr viel Vertrauen in das ganze Angebot der Sales Angels gehabt und bin nochmal positiver überrascht worden. Die Zusammenarbeit mit den Sales Angels ist sehr zielorientiert, sehr professionell und sehr angenehm. Für mich ist die Zusammenarbeit mit den Sales Angels sehr herzlich, ja, sehr professionell und was für mich auch wichtig ist, dieses Gefühl, gut aufgehoben zu sein. Und das macht sich jetzt an diesem Sales Angels Day ja noch mal mehr sichtbarer. Na, dieses Gute, dieses Aufgehobensein. Also den größten Nutzen, den ich jetzt persönlich herausgezogen habe, jetzt hier bei dem Sales Angels Day, ist ganz klar Sales und Vertrieb. Das heißt, dass ich da auf jeden Fall noch mal auf die Leute zugehen werde und mich da noch mal vermehrt informiere, also Wissen auffrische. Das ist so der Aha-Effekt, ne? Und dass ich da genau den Richtigen auch schon im Blick habe. Insgesamt hat es meine ganzen Punkte nochmal intensiviert und sensibilisiert. Vor allen Dingen die Verkaufsgespräche nochmal zu beleuchten und die Skripte anzuschauen. Ich würde sie weiterempfehlen, ganz klar. Ich habe auch schon jemanden im Blick, der ein Buch schreiben möchte. Und da war ich letztens im Gespräch, war ich schon kurz davor. Also so eng war das Gespräch noch nicht. Aber beim nächsten würde ich dann tatsächlich sagen, wenn du ein Buch schreiben möchtest, dann geh zu den Sales Angels. Und ich werde selber auch noch mal ein eigenes Buch schreiben. Ja, gleiche bei mir.